Hallo meine lieben Freunde, diejenigen, die auch sehr interessiert an dem chinesischen Horoskop sind, denen teile ich heute mit, was für 2018 das chinesische Horoskop sagt. Am 16. Februar dieses Jahres wurde das chinesische Horoskopjahr eingeläutet und es endet am 4. Februar 2019. In der chinesischen Astrologie sind die Tierkreiszeichen anders betitelt. Und zwar lauten sie Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Diese Tierkreiszeichen stehen nicht alleine da, sondern sind auch mit einem der fünf Elemente verbunden: Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. Jedes Jahr wird von einem der fünf Elemente zusammen mit einem Tierkreiszeichen regiert. In diesem Jahr 2018 ist es das Jahr des Erdhundes. Genauer gesagt ist es der Braunerdehund. Und damit wird es in allem ein sehr gutes Jahr, aber auch ein anstrengendes Jahr. Sehr viel kommt und ist in ständiger Bewegung. Es bringt Erfolg und Beständigkeit. Du wirst es spüren, denn du selbst bist in ständigem Verändern und Planen mit dir selbst und mit deinen Aktivitäten. So wirst du glücklich, aber auch frustriert sein. Du wirst müde, aber auch ausgeruht sein. Und manchmal wirst du dich auch langweilen. Hieraus erkennst du schon, was ich aufgezählt habe, wie abwechslungsreich dieses Jahr für dich wird. Besonders derjenige, der in einem Erdhundjahr geboren ist, wird es spüren. Doch das ist überhaupt nichts Negatives. Wenn du darauf achtest und nicht zu leichtsinnig bist, dann kannst du dich etwas darauf einstellen, damit du die guten Seiten in diesem Jahr genießen kannst. Du solltest eines festhalten: Der Hund bringt Tempo in dein Leben mit fantastischer Motivation. Das ist besonders in der Kommunikation zu merken. Und mit Humor und Charme werden schwierige, vielleicht aber auch stressige Situationen bestens gemeistert. Auch im Geschäftlichen läuft alles gut. Man kann sagen, es erledigt sich alles wie von selbst. Du bist auch bereit, Risiken einzugehen. Ja, mach es! Es wird dich zum Erfolg führen, aber nimm dich in Acht vor Täuschungen, was dir einige Menschen einzureden versuchen. Gesundheitlich solltest du dich mehr bewegen. Naja, das muss nicht gleich ein Fitnesscenter sein, wo du hinrennst. Nein, bau deinen Stress in Spaziergängen, in der Natur ab. Damit kommst du am besten runter und dein Kopf wird wieder frei. So, damit nun jeder auch weiß, welches chinesische Tierkreiszeichen er hat, werde ich in Kürze die Jahreszahlen nennen, damit du anhand deines Geburtsjahres erkennen kannst, welches Tierkreiszeichen du bist. Also, bis zum nächsten Video. Herzlichst, eure Derya.